Und jetzt noch eine Info in eigener Sache. Der neue Ballesterer widmet sich in der aktuellen Ausgabe einem der größten deutschen Fußballer, Franz Beckenbauer. Im Schwerpunkt wird über seine fußballerischen Leistungen am Feld, seine Funktion bei der WM 2006 und vieles mehr berichtet. Zudem werden Besuche von Vereinen aus Saudi-Arabien für Testspiele in Österreich thematisiert und ein Blick nach Norwegen geworfen, wo Pyrotechnik legalisiert wurde. Ballesterer 191 ist ab jetzt für euch im Handel erhältlich. Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da. Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt Felsenreich und heute haben wir eine Sendung über Franz Beckenbauer für euch zusammengestellt. Das Magazin hat sich in Ausgabe 191 dem kürzlich verstorbenen Fußballer gewidmet und der Podcast ist jetzt sozusagen das Nachspiel. Wir haben dazu mit dem Historiker und Ballesterer-Autor Jan Mohnhaupt gesprochen, sowie mit einem der Macher des vierteiligen Beckenbauer-Podcasts Der letzte Kaiser von Deutschland, nämlich mit Kilian Medele und mit der Ballesterer-Chefredakteurin Nicole Selmer. Viel Spaß beim Zuhören! Franz Anton Beckenbauer, geboren 1945 in München. Er ist ein sogenanntes Nachkriegskind. Als Sohn eines Postbeamten und einer Hausfrau aus dem Münchner Arbeiterbezirk Giesing erlebte Beckenbauer anfangs noch die Entbehrungen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Also Franz Beckenbauer stammt ja aus dem sogenannten Arbeiterbezirk Giesing. Heute sieht das natürlich da alles ein bisschen anders aus, aber damals auf jeden Fall noch ein Arbeiterbezirk. Kommt auch aus, ja, man würde sagen, aus einfachen Verhältnissen, zumindest aus so finanziell nicht so wohl situierten Verhältnissen, aber auch, glaube ich, weit entfernt von wie Prekariat oder so. Der Vater war irgendwie Postbeamter und die Mutter Hausfrau, weil ich weiß. Und ja, er hat am Anfang auf den Straßen und Wiesen Münchens gespielt, vermutlich dann auch zwischen Trümmern. Man kennt ja diese Bilder aus zig Dokumentationen. Und wie du schon sagtest, hat dann eine klassische Nachkriegskindheit erlebt. Beckenbauer war ein Grischball, wie die Bayern sagen. Also ein schmächtiger Junge und Fußballspieler. Ja, das ist ja oftmals bei so Spielern, die hinterher dann durch Technik glänzen in ihrer Karriere, dass man dann irgendwie immer wieder diese Erzählung hat. Die haben dann als Kinder sich gegen die Größeren durchsetzen müssen auf dem Sportplatz oder auf der Straße. Und so war es wohl auch bei ihm. Also das ist zumindest das, was ja auch später immer wieder an ihm gelobt wurde, seine besondere Technik, seine Eleganz, die herausstechend war und ihm dann auch diese ganzen Beinamen gebracht, wie unter anderem den Kaiser und so. Das spricht dann schon dafür eine gewisse Eleganz, aber am Anfang war es dann wahrscheinlich noch nicht mal ein Kaiserchen, sondern eher ein unscheinbarer und körperlich ganz so starker Junge, der dann eben sich auf andere Weise durchsetzen musste. Diese jungen Jahre waren für Franz Beckenbauer schon sehr prägsam, wie er später immer wieder selbst betonen sollte. Podcast-Autor Kilian Medele beschreibt es wie folgt. Ich denke schon, dass ihm das vielleicht ein bisschen unterbewusst geprägt hat. Also er selbst und auch sein Bruder Walter, den wir auch in der Doku immer wieder zu Wort kommen lassen, sie beziehen sich oft auf die Mutter, die einfach der vielleicht wichtigere Mensch für beide gewesen ist, die eine herzensgute Frau war. Wir haben die ja auch in unserem Podcast gehört. Und die hat so eine Art, ja, ein Mindset mitgegeben, was er später immer wieder angewandt hat, dass er immer auf alle Leute zugeht und mit denen spricht und das nie so von oben herab macht. Also das war bei Beckenbauer immer auffällig, egal mit wem man spricht. Jeder erzählte uns, dass er, Beckenbauer, immer offen auf die Leute zugegangen ist. Und wenn Harald Schmidt erzählt beispielsweise davon, dass irgendeine eine Firmenfeier war, wo er mit Beckenbauer irgendwo für ein Interview oder einen Termin war und dann ist er bloß an dieser Firmenfeier in seiner Teeküche vorbeigegangen und dann ist er da rein, wer hat da Geburtstag? Ja, gratuliere. Und also das ist so ein typischer Beckenbauer. Beckenbauer Senior, der Vater von Franz und Bruder Walter, spielte eine untergeordnete Rolle im Leben der beiden Söhne. Ein Konzept, das Beckenbauer später auch selbst anwenden sollte.
bei ihm war es schon so, dass der Vater nicht so richtig teilgenommen hat an seinem Leben. Und das war sicher bei den ersten Kindern bei Franz Beckenbauer auch ein bisschen der Fall, dass er einfach von der wirklichen Kindererziehung gar nicht viel mitbekommen hat. Am Fußballplatz sticht Beckenbauer aber schon bald heraus und macht seine fehlende Körpergröße und Robustheit durch Technik wett. Eine der interessantesten Geschichten aus Beckenbauers Kindheit und Jugend ist jene der Watschen von Giesing. Ja, es gibt diese Geschichte, weil eigentlich wäre es ja logisch gewesen oder nachvollziehbar, dass er in Giesing dann auch zum nächstliegenden großen Verein geht, zu 1860, der ja auch im Endeffekt, muss man sagen, auch noch bis in die 60er Jahre eigentlich auch die Nummer 1 in München war. Und da gab es aber diesen Vorfall, dass ihnen ein Spieler von 1860 geohrfeigt haben soll. Es gibt tatsächlich auch noch Menschen, die noch nichts von der Watschen von Giesing gehört haben, warum Franz Beckenbauer dann eben nicht zu 1860 München, wie eigentlich vorgesehen ist, gewechselt ist, sondern zum FC Bayern. Und das ist das eine, dass man die Geschichte erzählt. Und man, wie wir sie erzählen, wir haben vor, ich glaube, das müsste 2010, also vor knapp 15 Jahren, hat ein Kollege von uns denjenigen ausfindig gemacht, der ihm damals die Watschen verpasst hat. Und der hatte irgendwie 40 Jahre lang geschwiegen und nichts von dieser Watschen erzählt, weil er Angst hatte, dass irgendwelche grantigen 60er-Fans in sein Lokal kommen und sich da aufführen. Also da muss man wohl so diese Dimension klar machen. Und diese Geschichte, die habe ich jetzt auch nicht mehr so parat gehabt, oder dass es diesen Menschen dann, dass der ausfindig gemacht wurde. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz nett, die Geschichte dann noch zu erzählen. Der Watschenmann war ein junger 1860-Verteidiger mit dem Namen Gerhard König. Laut Erzählungen lenkte diese Unsportlichkeit Franz Beckenbauer also zum FC Bayern München. Es gab vor, weiß ich, schon viele Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt her, eine Nummer bei den 11 Freunden über so Karrieren, wie sie hätten anders verlaufen können. Und da erinnere ich mich noch dran, da war Franz Beckenbauer auf dem Cover und war so als so ein klassischer Bezirksliga-Trainer abgebildet, also in so einem abgegriffenen Trainingsanzug mit dicken Rändern unter den Augen, schütterem Haar und sah eben nicht so aus wie die spätere Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Und da wurde es eben auch thematisiert, wie die Karriere von Franz Beckenbauer vielleicht anders gelaufen wäre, wenn es diese Ohrfeige nicht gegeben hätte, beziehungsweise wenn er damals trotzdem dann zu 1860 gegangen wäre. Also das ist natürlich auch hochspekulativ, aber vermutlich wäre er dann nicht der geworden, der er dann später war. Dann geht es in der Karriere Beckenbauers aber alles ganz schnell. FC Bayern, die WM 1966 in England, Beckenbauer gegen Bobby Charlton. Ja, damals war auch der Spielstil von ihm doch deutlich anders. Also wenn man sich jetzt nochmal die Aufnahmen, die es von damals gibt, ansieht, ich habe das vor kurzem jetzt noch gemacht, dann sieht man auch vor allem, dass er wie vor allen Dingen sehr dynamisch war, also immer viele, viele Tempovorstöße, sehr stark am Ball und wie schon angesprochen, im Halbfinale gegen die Sowjetunion hat er eben auch das Tor, also ein Tor erzielt gegen Lev Yashin, ein Fernschuss mit links, technisch ziemlich gut gemacht, also da wirkte er noch ganz anders, so eher wie so ein aufbrausender, impulsiver, junger Spieler, der mit sehr viel Dynamik nach vorne gedrängt hat. Streicht seinem Torwart über die Haare. Sollte er sagen, ja, der Alte lebt, der ist doch der Beste. Halle und Beckenbauer. Tor! Tor! Lasse Schuss! Aus 22, 23 Metern. Franz Beckenbauer aus München. Das war ein Ausschnitt der TV-Übertragung des WM-Spiels gegen die Sowjetunion. Am Ende wartet Gastgeber England in Wembley auf Beckenbauer und die deutsche Nationalmannschaft. Ja, das ist natürlich ein Spiel, das von vielen Mythen umgeben ist und weil es auch immer wieder diese Diskussion gibt, ob man anhand von irgendwelchen Aufnahmen jetzt erkennen kann, ob der Ball drin war oder nicht, dann auf der politischen Ebene eben auch das Duell der beiden ehemaligen Kriegsgegner. Und ich glaube, wenn man auch diese beiden Personen, die du angesprochen hast, jetzt nochmal sich anschaut, dann ist es wahrscheinlich damals noch ein recht ungleiches Duell oder zumindest sind es natürlich Spieler, die auf ganz anderen Ebenen sind, beziehungsweise an ganz unterschiedlichen Stellen ihrer Karriere. Bobby Charlton war damals ja schon ein altgedienter und erfahrener Spieler, der schon den Landesmeistercup gewonnen hatte, die
die Tragödie der Busby-Babes überlebt hat, als der Großteil der Manchester United-Mannschaft beim Flugzeugabsturz bei München oder in München ums Leben gekommen ist und er quasi einer der wenigen Überlebenden waren. Also da ein alter Veteran quasi, ein gezeichneter Veteran und Franz Beckenbauer gerade quasi am Anfang seiner großen Karriere, der jetzt erst aufstrebte und für den es ja im Endeffekt mit 66 erst überhaupt richtig losging und eben Charlton, der quasi nochmal zum Ende hin so nochmal einen riesengroßen Erfolg erlebt hat mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Nach dieser WM und dem Finale in Wembley ist Beckenbauer gerade einmal 21 Jahre alt und als Fußballer schon eine Berühmtheit. Er steht für einen neuen Stil und eine neue Hoffnung im deutschen Fußball. Ich glaube, da kommen wirklich viele Sachen zusammen und auch viele glückliche Zufälle. Also, dass Robert Schwan zu dieser Zeit in sein Leben getreten ist und sich ihn irgendwie ausgeschaut hat oder zumindest mit ihm als Klienten, sage ich jetzt mal, einfach übernommen hat, war ja dann sogar mehr. Es war ja wie so eine Art väterlicher Freund für ihn, der viel für ihn geregelt hat, auch was das Finanzielle angeht. Und ja, andererseits war natürlich Beckenbauer so eine Art Hoffnungsfigur für den deutschen Fußball. Die übrigen Spieler, da waren natürlich auch einige Spieler mit großem Potenzial für Popularität dabei, also Uwe Seeler natürlich, Helmut Haller auch. Aber Franz Beckenbauer war dann da ein der junge, aufstrebende Spieler, der eine gewisse Unbedarftheit und Impulsivität da reingebracht hat in das Spiel, das dann doch irgendwie neu und frisch wirkte und vielleicht auch ein bisschen zu diesem Selbstbild passte, das Deutschland dann gerne in den 60er Jahren im Wirtschaftswunder auch von sich gezeichnet hat, eben jung und unbedarft und eben nicht mehr so mit der dunklen Geschichte verhaftet zu sein, das passt natürlich gut ins Bild und so einen hat man natürlich dann auch gerne irgendwie aufs Podest gesetzt. Aufs Podest gesetzt wurde Beckenbauer dann von seinem Manager Robert Schwan. Ein Mann, über den wir noch einmal ausführlicher reden sollten. Eine barocke Figur wie aus dem Bilderbuch. Also der kommt daher, der war, was weiß ich, Gemüsehändler, war da früher irgendwie in München, wird aber dann so reingespült in dieses Manager-Dasein beim FC Bayern und der erkennt dann diesen Werbewert von Franz Beckenbauer. Damals gab es keine Fußballer als Werbestars, wie man es heute kennt. Und Franz Beckenbauer ist da der Erste, der dazu gemacht wird. Und dazu gemacht wird er von Robert Schwan. Und der macht es sensationell. Also da gibt es der erste Werbevertrag, den Franz Beckenbauer unterschreibt, ist für Brisk Frisiercreme, so rot-weiße Tube, die er sich da in die Haare schmieren kann. Dafür hat er 2500 Mark bekommen. Und der Robert Schwan kommt zum Beckenbauer, erfährt davon und sagt, ja, um Gottes Willen, 25.000 Mark hättest du verlangen sollen. Schwan macht Beckenbauer zur Werbefigur. Und das hört sich dann unter anderem so an. Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch. Denken Sie an Franz Beckenbauer. Obwohl es sportlich für Beckenbauer gut läuft, macht er sich mit seiner Art und Weise nicht immer nur Freunde. Seine elegante und wenig körperbetonte Spielweise kommt im deutschen Fußball nicht immer gut an. Und wenn er sich dann auch noch mit den gegnerischen Fans und Spielern im Stadion anlegt, diese dann mit einem seiner Signature-Moves, also einer abwinkenden Handbewegung, zum Schweigen bringen will, hagelt es schon mal heftige Kritik in Richtung Franz Beckenbauer. Und auch außerhalb des Platzes ist es ein schmaler Grat zwischen inszeniertem Vorzeigebürger und Beckenbauers Lebensrealitäten. Einerseits, wenn man sich ihn sich anschaut, dann ist es doch eine sehr bürgerliche Gestalt. Also eben diese, er hat zwar früh ein Kind von einer Frau, mit der er nicht verheiratet ist, aber er heiratet dann auch sehr früh, wird dann auch in diesen ersten Home-Stories, so werden sie damals, glaube ich, noch nicht genannt, aber es gibt diese Besuche von Journalisten bei ihm zu Hause mit Frau und Kind am Tisch und das ist doch alles sehr klassisch und andererseits dann eben später die sehr häufig wechselnden Partnerinnen, es wird 7-mal verheiratet und ja, das stößt natürlich immer wieder auf und es ist aber, glaube ich, auch, wie es in der einen Dokumentation in der ARD, glaube ich, Harald Schmidt sagt, es ist auch ein bisschen der Neid bei den anderen wahrscheinlich, dass Franz Beckenbauer dann immer mal wieder eine wechselnde Partnerin hat und ihm das ja, zwar vielleicht auch geneidet wird und mit der Zeit aber dann auch irgendwie sagt, ja, mei, der Franz ist halt so und ja, es sagt auch schon viel über die damalige Gesellschaft aus, wo man so zwischen Biedermeier und dem neuen freien Leben so irgendwie sich nicht so richtig zu positionieren weiß und das ist beides irgendwie so
etwas unpassend wirkt. Franz Beckenbauer hat immer so ein bisschen gehadert mit seinem Dasein als Fußballer. Also so kam es zumindest für uns rüber. Er wollte immer so ein bisschen mehr sein oder mehr rausholen. Es waren dann zu viele Spiele. Der FC Bayern ist ja für Freundschaftsspiele immer um die Welt getourt und hat da immer noch ein bisschen extra Einnahmen kassiert. Und das war ihm dann alles ein bisschen zu viel. Und er war so ein bisschen verloren aus vielerlei Gründen zu dem Zeitpunkt, wo wir das im Podcast sagen. Da geht es auch um Steuerfahndung und ähnliche Dinge und vor allem auch um sein privates Glück oder sagen wir mal Schwierigkeiten, weil es kommen ja immer neue Frauen ins Leben von Franz Beckenbauer und das wird dann in den Gazetten auch dementsprechend ausgeschlachtet. Und deswegen war irgendwann so ein Zeitpunkt, wo wir sagen, er hat sich wahrscheinlich ein bisschen lost gefühlt und da hat er dann ja auch die Flucht ergriffen sozusagen und die Chance genutzt und ist nach New York und hat dort bei Cosmos New York gespielt. Moment mal, bevor wir mit Beckenbauer jetzt in die USA und nach New York wechseln, müssen wir noch auf einen absoluten Höhepunkt in seiner Karriere zurückblicken. Es ist das Jahr 1974. Deutschland steht im WM-Finale im eigenen Land gegen die Niederlande. Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus dem BR-Fernsehen mit dem Originalkommentar von Rudi Michel. Wird den neuen FIFA-World Cup an den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Walter Scheel, übergeben. Und der Bundespräsident wird den Pokal an Franz Beckenbauer übergeben. Was ganz wichtig ist, glaube ich, dabei noch zu erwähnen, dass es wird ja immer so alles auf Beckenbauer reduziert. Beckenbauer ist Weltmeister geworden als Spieler und später dann noch als Teamchef. Aber vor allen Dingen eben, wenn man sich seine Karriere als Spieler anschaut, eben hat alle möglichen Titel quasi gewonnen. Dann gehört aber auch dazu der Wahrheit auch dazu, dass es natürlich auch ein System um ihn herum gab, nämlich vor allen Dingen die Mannschaften, in denen er gespielt hat. Und da hatte er auch eben einfach das Glück, dass er in eine Generation reingeboren worden ist, wo es bei Bayern München eben auf allen Positionen überdurchschnittlich gute Spieler gab. Also mit Sepp Maier im Tor und Gerd Müller im Sturm. Dann noch mit Schwarzenbeck, der ihm quasi im Mittelfeld den Rücken freigehalten hat und für ihn die sogenannte Drecksarbeit gemacht hat. Dann war auch in der Nationalmannschaft viele gute Spieler. Also er hat natürlich auch immer von anderen profitiert, hat die sicher auch als Kapitän gut geführt und auch seinen Anteil in dem Spiel. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, jetzt dann kommt plötzlich Franz Beckenbauer und auf einmal funktionieren alle noch viel besser. Franz Beckenbauer hat alle Titel gewonnen, die es im Fußball zu gewinnen gibt. Deshalb, aber nicht nur deshalb, wechselt er 1977 nach Amerika in die Major League Soccer. Ja, es gab irgendwie wohl ein Steuersparmodell, das auch von der bayerischen CSU favorisiert worden ist oder ihm nahegelegt worden ist, auch über seinen väterlichen Freund und Berater Robert Schwan, der ihm sowas viel vom Hals gehalten hat, aber dann musste er Steuern in Millionenhöhe nachzahlen und wohl auch das hat ihn dazu bewogen, dann sich ein bisschen rar zu machen. Beckenbauer macht sich also ein bisschen rar, wie Jan Monaupt es hier beschreibt. Nicole Selmer, die Balestra-Chefredakteurin, blickt so auf diesen Wechsel zurück. Als Franz Beckenbauer Spieler war, ist es ja noch nicht so üblich gewesen, so viel zu wechseln und erst recht nicht international. Der FC Bayern, wo er lange war, der war zu dieser Zeit natürlich ein großer Club, auch von europäischem und Weltformat. Und er hat das natürlich auch mitgeprägt, nicht alleine, sondern da hat es ja auch viele andere sehr gute Spieler an seiner Seite gegeben. Der Wechsel zu New York Cosmos dann 1977, da war der FC Bayern schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und ich glaube, das war so eine Mischung aus Flucht und Abenteuer. Auch eine klare Absage dann an das Nationalteam und an die Titelverteidigung bei der WM 78, weil damals, wenn man dann in New York gespielt hat, war klar, dass man irgendwie nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert wird. Das war sicher jetzt nicht sportlich das große Ding, aber natürlich auf so einer anderen Ebene, also so popkulturell.
Lehrzeit, als er dann 1977 war es, glaube ich, nach New York gegangen ist, hat überhaupt eine Veränderung in seinem ganzen Dasein da stattgefunden, weil da wurde er dann zu diesem entspannten Weltbürger und ist in die Oper gegangen. Das hat er wirklich genossen dann auch zu der Zeit, hat Konzerte erlebt, war mit dem Balletttänzer Nureyev Tür an Tür, hat er gewohnt, mit vielen Stars, Mick Jagger kennengelernt, du hast es schon angesprochen, mit Kissinger hat er gesprochen, während er irgendwie im Whirlpool sitzt nach einem Match bei Cosmos New York und debattiert da mit dem damaligen Außenminister so ungefähr. Das ist, oder der kurz zuvor Außenminister war der USA. Also er war dann plötzlich irgendwo für sich selber, hat eine Entwicklung stattgefunden, hat dann auch, war mit einer Frau zusammen, Diana Sandmann, die auch ein bisschen die weite Welt genossen hat, Künstlerin, die wir auch im Interview haben und die sich sehr schön von diesen Jahren in New York erzählt, weil es natürlich auch unbeschwerte Jahre waren, weil sie sich dort frei bewegen konnten. Es war nicht so wie in München, wo, wenn Franz Beckenbauer vor die Tür ging, hat ihn jeder erkannt und da ist der Franz und sind alle hingegangen und wollten Autogramme und so weiter. Und das war halt eben dann in New York nicht der Fall. Und das ist natürlich, wenn du dann im Central Park sitzt und mit deinem Bruder stundenlang redest und es kommt kein Mensch, dann ist das entspannt für so jemand. Und ich glaube, dass das ganz viel dazu beigetragen hat, warum er dann auch auf jedem Parkett immer selbstsicherer wurde. Wenn man sich so die ersten bisschen hölzernen Interviews anguckt von Franz Beckenbauer, das wurde ja dann später super locker, wie er da mit den Größten in der Welt, von Mandela bis Clinton und so weiter, in Fernsehaufnahmen zu sehen war, mit denen er dort umgegangen ist, als wäre es, keine Ahnung, der Marktverkäufer. Und das hat ihn immer ausgemacht und ich glaube, das alles, dieses ganze Skillset hat er dort in New York beigebracht bekommen. Dass es dann irgendwann auch reicht, so. Diese Liga war nicht besonders kompetitiv und war dann vielleicht auch ein bisschen fad. Und ja, vielleicht hatte er schon irgendwie gespürt, dass das eigentlich noch was drin ist in seinem Körper. Als Beckenbauer 1980 nach Deutschland zurückkehrt, trifft er dort auf einen Österreicher, der als Trainer in Hamburg das Sagen hat. Also eine Geschichte, die von Hans Happel immer erzählt wird, wie er sich quasi den Respekt in Hamburg verschafft hat. Und in der spielt auch Franz Beckenbauer eine wichtige Rolle. Das ist nämlich die Geschichte mit der Dose auf der Torstange, wo Happel seinen Spielern sagt, wer sie runterschießt, weiß ich, ja, braucht nicht weiter zu trainieren und keiner schafft es. Und dann schießt Happel sie runter. Und der Einzige, der es wohl auch geschafft hat, soll Franz Beckenbauer gewesen sein. Und die Geschichte wird ja immer nur erzählt, eigentlich um Happels psychologische Fähigkeiten und seine Autorität und auch sein Fußballkönnen darzustellen. Aber andererseits, dass der alte Franz Beckenbauer es geschafft hat, ist natürlich auch ein Teil der Geschichte und spricht für seine technischen Fähigkeiten. Was aber auch immer wieder zuletzt zumindest vergessen wird, ist, dass Franz Beckenbauer in diesen Spätjahren auch vor allem durch Eigentore auffällt. Ich habe es nochmal nachgeguckt, also er führt immer noch wohl die besten Liste der Eigentore in der Bundesliga mit an, mit 4 Eigentoren. Also auch das ist natürlich auch ein bisschen der Position geschuldet, dass er eigentlich eher in der Defensive gespielt hat. Da hat man natürlich öfter die Chance, auch ein Eigentor zu machen, aber er ist da auf jeden Fall auch ganz weit vorne. Obwohl Beckenbauer mit dem HSV sich noch über einen Meistertitel freuen kann, ist seine letzte Station als Fußballer von vielen Verletzungen geprägt. 1983 hängt er dann die Schuhe an den Nagel, widmet sich dem Golfspielen, verbringt seine Zeit als Zeitungskolumnist und bei TV-Auftritten. Er hat ja irgendwie auch schon während seiner Spielerkarriere, gibt es so einen interessanten Videoausschnitt, Interviewausschnitt, der immer wieder auch mal hervorgeholt wird, wo er dann als junger Spieler prognostiziert, dass er nach der Karriere als Spieler irgendwie nichts mehr mit dem Fußball zu tun haben will und sich keine Trainerkarriere vorstellen kann. Und ja, es wird zumindest immer so erzählt, wie eigentlich fast alles in seinem Leben, dass er nicht Nein sagen konnte und dann eben von allen aber gebeten wurde, dass er es doch macht. Und so wird er dann Mitte der 80er Teamchef der deutschen Nationalmannschaft. Ja, für Franz Beckenbauer ist das Wort Teamchef in den bundesdeutschen Sprachgebrauch eingeflossen, sonst war man Bundestrainer.
na, Sepp Herberger war auch noch Reichstrainer. Aber danach war man Bundestrainer und man hatte eine Trainerlizenz, die hatte Franz Beckenbauer nicht. Und deswegen ist er dann als Teamchef bezeichnet worden. Das finde ich immer so als Anekdote auch sehr lustig. Ich finde die Trainerleistung, also wie gut war der Trainer Beckenbauer, das finde ich ganz schwer einzuschätzen. Mein Eindruck ist, er ist einfach total, also überhaupt ein sehr guter Menschenmanager gewesen. 84, als es soweit war, dass das Beckenbauer Teamchef wurde, da war das nicht gerade eine gute Mannschaft, die er dort übernommen hat. Und deswegen hat er auch erstmal ganz schön auf die Mütze bekommen mit dem Team, weil die nicht gut funktioniert haben. Er hat dann wahnsinnig defensiv gespielt, das haben ihm einige übel genommen. Aber er hat eben dafür gesorgt dann unter anderem, dass sie 1986 auch ins WM-Finale gekommen sind, obwohl niemand mit der Mannschaft gerechnet hat. Und da gegen Argentinien im Finale auch gar nicht so schlecht aussahen. Mittlerweile ist, glaube ich, auch die einhellige Meinung, dass doch schon 1990, abgesehen vom Finale, Deutschland da wirklich die spielbestimmende Mannschaft war. Also im Finale war sie auch quasi die bessere Mannschaft, weil Argentinien quasi nicht stattgefunden hat. Aber es war jetzt auch kein großes Glanzspiel. Aber davor, wenn man sich allein schon den Auftakt gegen die damals wirklich hochgehandelten Jugoslawen anschaut, sie mit 4-1 gewonnen haben, auch da wieder hat das Glück, also wirklich eine sehr gute Mannschaft zu haben, in der viele Spieler einfach auf dem Höhepunkt sind, sei es Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler. Also das ist damals auch wieder ein großes Glück. Er ist auch zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. Und andererseits hat er es aber auch geschafft, diese Mannschaft zusammenzubringen und zum Erfolg auch zu führen. Da muss man sich jetzt natürlich wieder diese Bilder auf dem Rasen von Rom vorstellen, wo er dann nach der Siegerehrung Gedanken verloren irgendwie über den Rasen läuft und ringsherum jubeln alle. Und das ist natürlich so ein ikonenhaftes Bild, das sich irgendwie eingebrannt hat und das natürlich auch immer wieder forciert wird, das zu zeigen, wenn es darum geht, ja, welche Rolle hat denn Franz Beckenbauer gehabt? Also, und da hat er einfach auch ein gutes Timing gehabt. Also nach der WM 1990 dann gleich zurückzutreten, da muss man sagen, das war halt sehr schlau irgendwie. Und dann eigentlich immer nur noch eher so Kurzzeit-Engagements als Trainer zu haben und sich dann wieder auf den Golfplatz zurückzuziehen oder eben auf den nächsten Hilferuf zu warten. Zu seinem FC Bayern kehrt Beckenbauer auch zurück. Er gibt den Interimstrainer, ist Teil des Präsidiums und hat auch hier wieder Erfolg. Dann hat sich so diese Rolle ein bisschen aus diesem operativen Geschäft über die Jahre, ist er mehr rausgegangen, war dann so noch der Präsident, der immer die Reden hält und da gibt es ja so berühmte Reden, wo er dann alle in Senkel stellt und wirklich vernichtende Kritiken macht. Ich erinnere mich an dieses 0-3 in Lyon, wo er von Obergiesing gegen Untergiesing und schlechte Mannschaft, Uwe Seeler, Traditionsmannschaft und so weiter, die FC Bayern-Spieler da vernichtet und ein paar Monate später werden sie Champions-League-Sieger. Beckenbauer fällt zwar bei den Bayern immer wieder auf, seine exakte Rolle zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß beschreibt Nicole Selmer so. Und Franz Beckenbauer war dann irgendwie immer sowas zwischen, ist es so der Grüß-August oder irgendwie wirklich der, den man holt, wenn es richtig brennt. Und das sind ja sehr unterschiedliche Pole, aber dazwischen hat es sich, glaube ich, einfach auch in diesem großen Spektrum bewegt, was er da gemacht hat. Und er war damals auf jeden Fall zumindest für mich auch als Außenstehenden, auch in der Rückbetrachtung, auch immer dann schon sehr stark auch so ein Symbol. Einer, der irgendwie im Hintergrund dann viel rummäkelt und sagt, was der FC Bayern ist, also dieses Mir san mir. Und wenn es dann drauf ankommt, dann stellt er sich nochmal an den Rand und regelt alles. Also war auch dann auch Symbolfigur für diesen doch sehr, sehr, sehr arroganten, also von außen betrachtet, sehr arroganten FC Bayern, der zwar immer sich als Familie darstellt, aber nach außen hin auch irgendwie eine ziemlich ungute Ansammlung ist von autoritären Charakteren, die dann durch Arroganz, zwar auch durch Leistung, aber auch durch Arroganz und ihr Anspruchsdenken auffallen.
Und irgendwann ging es dann auch wieder um die Weltmeisterschaft. Genauer gesagt, um die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaften 2006. In der Tat gab es schon seit den frühen 90er Jahren die Idee im Umfeld des DFB, die WM nochmal nach Deutschland zu holen, nach 74 zum zweiten Mal. Er ist dann auch relativ schnell dazu gekommen, ungefähr Mitte der 90er, und wurde dann auch quasi sozusagen WM-Botschafter, war dann involviert ins Organisationskomitee, hat dann auch diese symbolischen Akte gemacht, wie eben dann die Bewerbungsmappe dann zu überreichen an die FIFA. Und ja, hat auf jeden Fall nach außen hin erstmal nur diese Vermittlerrolle und die Botschafterrolle übernommen, hatte aber auch da wieder ein starkes Team um sich herum von Wirtschaftsleuten, von Medien- und Public Relations-Experten, die um ihn herum alles versucht haben, auch um diese WM zu kriegen, mit all den Mitteln und Methoden, die dafür nötig sind, wie wir dann im Nachhinein erfahren haben. Deutschland will die WM 2006, dann probieren wir das. Und hat alles reingelegt, sich da reingesteigert. Und ich glaube nicht, dass der zu dem Zeitpunkt überrissen hat, was für mögliche Schwierigkeiten daraus irgendwann entstehen können, sondern er hat einfach gesehen, er liebt es da, auf diesen diplomatischen Parketten unterwegs zu sein, durch die Welt zu reisen, und deswegen hat er es gemacht und ich glaube auch sehr viel Spaß gehabt. Ja, ich meine, da hat er, glaube ich, dann vielleicht das Gespür fürs Timing auch irgendwann verloren oder die falschen Berater gehabt oder gedacht, naja, es machen alle so, dann kommen wir auch damit durch. So bekommt man halt eine WM. Das sind die Dinge, die man dafür tun muss. Das ist schwer zu sagen. Das wird jetzt ja auch einfach, das wird ja nicht mehr im Detail aufgeklärt werden, weil die Leute, die es wissen, entweder verstorben sind oder eben auch einfach nicht reden werden. Im Oktober 2015 berichtet der Spiegel, dass die WM mutmaßlich gekauft worden sei. Im November leitet die Berner Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Beckenbauer wegen Verdacht auf Betrug, Geldwäsche und Veruntreuung ein. Er entgeht einer möglichen Anklage 4 Jahre später durch ein ärztliches Attest. Sein Image aber ist beschädigt. Die öffentliche Meinung war ja so, Franz Beckenbauer reist irgendwo hin und lässt seinen Charme spielen und ist nett zu allen Leuten, und dann sagen alle natürlich automatisch, ja, das ist ja ein toller Mann, und wenn der für dieses Land steht, dann müssen wir ihm diese WM geben. Dass dahinter auch sehr viele Millionen aus der Privatwirtschaft, unter anderem von Medienmogul Leo Kirch, standen und auch sonstige Geschäfte, die Bundesregierung dann in vielen Ländern auch gemacht hat, seines Industriedeals, auch teilweise Waffendeals, das steht dann nochmal so ein bisschen im Hintergrund, aber gehört auch dazu. Und Franz Beckenbauer, der sich ja dann auch, wie hinterher rausgekommen ist, dann wohl seine angeblich ehrenamtliche Tätigkeit im Komitee der WM hat bezahlen lassen, und zwar fürstlich. Ja, dann konnte er sich nicht erinnern, wie er gesagt hat, und hat das nicht irgendwie beiseite gewischt mit einem lockeren Satz wie früher immer. Und das hat sicher seiner Reputation geschadet. Also es ist wirklich nur meine ganz persönliche Meinung, aber ich bin überzeugt davon, wenn er gesagt hätte, ja, wir hätten die WM sonst nicht bekommen, da mussten wir natürlich auch irgendwie mitspielen, dann hätten es die Deutschen sehr viel leichter verziehen, als wenn er da so, ja, so ein bisschen rumgeeiert hat. Wenn man jetzt zum Beispiel Martin Sonneborn, den Chefredakteur damals des Satiremagazins Titanic, fragt, dann war es die Titanic persönlich, die diese WM nach Deutschland geholt hat, die quasi auch eigentlich als erste, aber die Machenschaften im Umfeld der FIFA und der WM-Vergabe offengelegt hat, die ja damals, als sie von diesen etwas schwierigen Machenschaften im Hintergrund erfahren hat, dann lancierte, sehr schlecht gemachte Faxe ins Hotel in Zürich geschickt hat, wo die Delegierten dann saßen, um abzustimmen. Und diese Sachen sind dann rausgekommen. Also sie haben beispielsweise wirklich sehr schlecht gemachte Faxe, wo irgendwie kein offizieller Stempel drauf war, in sehr schlechtem Englisch verschickt und haben dann den Delegierten Sachen versprochen wie Wurstkörbe und deutsche Kuckucksuhren. Und zumindest durch den
den Delegierten der Ozeanien-Konferenz, Jack Dempsey, ist dann ja, zumindest rausgekommen, dass es viele dubiose Anrufe gegeben hat. Also es muss nicht unbedingt an den Faxen gelegen haben, sondern es wird auch andere gegeben haben, die versucht haben, die Delegierten auf ihre Seite zu ziehen. Aber zumindest ist es so rausgekommen und das hat natürlich dann die Bild-Zeitung als Affront verstanden. Gegen Franz Beckenbauer hat dann quasi sozusagen das Bild geprägt, dass die Titanic mit ihrer Aktion fast noch die WM verhunzt hätte und man sozusagen nur noch hinterher dann das Bild vor Augen gehabt hätte, ja, Deutschland ist jetzt so korrupt und versucht mit allen Mitteln diese WM zu holen, was ja dann auch der Fall war, weil es alle da auch so gemacht haben. Aber dann ist diese Aktion etwas aus dem Ruder gelaufen und die Bild hat wieder ihr wahres Gesicht gezeigt und hat ihre Leser aufgerufen in der Zeitung und die Telefonnummer der Redaktion der Titanic veröffentlicht und gebeten, dort anzurufen und seinen Unmut dort kundzutun. Und davon gibt es sehr schöne Aufnahmen, die man auch nicht nur auf YouTube anhören kann, wie Bildleser die Titanic beschimpfen. Titanic? Sie sind Schweine, sind Sie. Wissen Sie das auch? Sie sind ein ganz großes Schweine, die Titanic. Arschlöcher seid ihr. Ich wollte nur sagen, dass ihr Arschlöcher seid. Danke. Wir? Dort, wir rufen deren Bestechungsbriefe an. Ja. Also, eure Zeitung gehört verboten. Welche eine Zeitung? Titanic. Aber das sind wir doch selber. Ja, eben wegen dem. Wenn man so eine Schmutzkampagne macht, dann gehört ihr weg. Wenn ich das sehe, ihr müsstet Millionen zahlen, was in den Topf kommt für arme Länder. Wenn man so etwas preist, ja, das ist eine Schande für Deutschland. Eine Schande für unser Land? Ja, natürlich. Es hat mit Pressefreiheit nichts zu tun, wenn man so etwas machen tut, wenn man endlich das Spiel kriegt. Und ihr macht da also sowas, das darf nicht sein. Aber dann spätestens dann in den um 2015 herum kippt es dann, weil es dann auch immer mehr, der Funktionär Franz Beckenbauer immer mehr ungute Seiten zeigt. Er hat ja dann auch zu der Zeit schon diese Äußerung getätigt über die WM-Vergabe in Katar, wo er sagt, dass er gefragt zu den Menschenrechtsverletzungen in Katar, sagt, er hätte da noch keine Sklaven gesehen und dann wie auch so Sachen sagt, die laufen da alle frei rum, nicht in Ketten und nicht mit Büßerkappen am Kopf. Also wenn man vorher immer schon gesagt hat, ja, so ist er halt, der Franz, der sagt halt ironisch so Sachen raus, da ist es dann spätestens irgendwie nicht mehr ironisch, weil es dann einfach nur noch dumm ist. Spätestens dann so ab 2010 irgendwie nach der Entscheidung auch für Katar als WM-Gastgeber und dem, was er dann dazu gesagt hat, da war es dann auch, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwann so ein bisschen schon vorbei. Also da ist die Zeit auch über Funktionäre wie ihn so ein bisschen hinweggegangen, was ja nicht bedeutet, dass sie nicht trotzdem noch sehr viel Macht hatten und bis heute haben, aber der Blick darauf hat sich dann irgendwann verändert. Am Ende seines Lebens verschlägt es den Kaiser dann nach Österreich, genauer gesagt nach Salzburg. Ja, ich habe mich auch im Vorfeld jetzt nochmal des Gesprächs und beziehungsweise auch im Zuge der Recherche nochmal damit befasst. Das ist irgendwie eigentlich ganz interessant, weil es so allgemein erstmal nur als so eine, ja, wieder so ein freundschaftlicher Dienst für Dietrich Mateschitz dargestellt wird. Aber wenn man sich auch mal ein paar Zitate von ihm anschaut, die es gibt, dass er auch vor einiger Zeit dann auch mal gesagt hat, ohne mein Mitwirken hätte Mateschitz das Projekt wohl fallen gelassen. Also, dass er ihm auch wirklich dazu geraten hat. Dietrich Mateschitz ist, wenn man sich da seine sportlichen Aktivitäten oder so mal die Bereiche, wo er sich im Sport eingebracht hat, da ist er dann im Verhältnis da zu vielen anderen Sportarten, sei es jetzt diese ganze Extremsport oder auch Motorsport, in den Fußball eigentlich sehr spät erst gekommen, nämlich erst um 2005 und als er dann bei Austria Salzburg eingestiegen ist, beziehungsweise den Verein dann komplett umgekrempelt hat, sodass er am Ende nichts mehr von übrig geblieben ist. Da hat er dann doch auch sehr stark auf Beckenbauer gesetzt. Und wenn man sich auch die Verbindung anschaut, wie viele Spieler dann auch im Nachhinein erstmal nach Salzburg gekommen sind, also sei es Alexander Zickler und Thomas Linke, mehrere Trainer sind auch im Nachwuchsbereich dann gewechselt. Andere Trainer, also beispielsweise Kurt Jara soll auch auf Empfehlung von Beckenbauer dann Red Bull Salzburg trainiert haben, also ist ihm dann empfohlen worden. Giovanni Trapattoni dann noch, selbst Lothar Matthäus und Thorsten Fink und wie sie alle heißen. Also es gibt da schon eine starke FC Bayern und Red Bull Connection und das
Franz Beckenbauer dann auch 2009 war es, glaube ich, seinen Wohnsitz dann von Kitzbühel nach Salzburg direkt verlegt hat, ist ja dann auch zumindest ein weiteres Indiz dafür. Also da waren die Verbandlungen schon sehr stark und das ist ja auch etwas, wenn man jetzt so auf ein paar Folgen Podcast zurückschaut, als dann das Thema Ralf Rangnick und wie er quasi ja in Österreich Fuß gefasst hat, schaut, dann da sagte er damals selber, dass das eines der großen Probleme war, die er bei Red Bull erkannt hat, nämlich dass man zu sehr auf diese Allstars, vor allem vom FC Bayern, gesetzt hat und er dann gesagt hat, wir brauchen Spieler, die noch jung sind, die sich noch weiterentwickeln können und nicht welche, die schon hier, die einfach hier ihren Rentenvertrag unterschreiben und dann ihr Gnadenbrot bekommen. Franz Beckenbauer stirbt am 7. Jänner 2024 im Kreise seiner Familie in Salzburg. Ich glaube, dass die Erinnerungen weitergetragen werden. Also kein Schmarrn, ich bin neulich hier am Bolzplatz in Münden von München gewesen und da höre ich so einen 6-Jährigen, der von Ich bin Beckenbauer erzählt. Also anscheinend wird das von Generationen zu Generationen weitergegeben, was das für ein sensationeller Fußballer war, für eine Leichtigkeit hatte, was das für ein Mensch war und diese Geschichten, seine Sprüche. All das bleibt. Schauen wir mal. Seine ganzen Signature-Sachen. Das ist einfach, Franz Beckenbauer wird irgendwie im Gedächtnis der Deutschen, glaube ich, immer eine große Rolle spielen. Und vielleicht ist es auch okay, dass es so, dass er dann noch vom Sockel geholt wurde, der Kaiser, weil man sich dann ja viel mehr an auch so die Brüche in einem Leben erinnert. Und das gehört einfach auch dazu. Und ich glaube, dass die Bedeutung, und das hat man auch bei dieser Trauerfeier im Stadion, seine Gedenkfeier, ja, eigentlich eine Lebensfeier von Beckenbauer war, ich war auch selbst im Stadion und das war sehr würdevoll von allen Beteiligten, die dort gesprochen haben und man hat wirklich die Wertschätzung von den, ja, was weiß ich, 60.000 Leuten, die dort im Stadion waren, gemerkt, was das für ein toller Mensch ist. Also ich kann jetzt vielleicht noch erzählen, ich habe auch so eine persönliche Erinnerung an ihn. Ich bin als wirklich junger Reporter mal auf einen Golfplatz geschickt worden und da schau mal, ob du ein Interview kriegst mit Beckenbauer. Der hat an dem Tag schon irgendwie 5 Interviews gegeben, aber er ist dann trotzdem auch nochmal bei mir stehen geblieben, hat nochmal 2 Minuten, 3 Minuten mit mir nett geredet und das war schon so die Zeit, als bei der FIFA irgendwelche Dinge vorgegangen sind, zu denen ich ihn befragt habe. Aber er hat das alles irgendwie beantwortet und also er bleibt bei mir und bei ganz vielen anderen Menschen wirklich, glaube ich, auf ewig in Erinnerung. Ja, also auch da ist dann quasi, macht dann sozusagen Fußball-Deutschland in Anführungsstrichen, wenn es das so überhaupt als homogene Masse gibt, seinen Frieden mit ihm und gedenkt seiner. Und ja, so ist es dann am Ende dann doch der große Franz Beckenbauer, der halt auch dann im Endeffekt eine, was für eine Binse, ja auch nur ein Mensch war, aber ein Mensch, der doch, glaube ich, sehr gut gelebt hat. Das war der Podcast Franz Beckenbauer, Chronologie einer Weltkarriere. Mitgewirkt haben Jan Mohnhaupt, Nicole Selmer und Kilian Medele. Alle Quellennachweise zu den Audiozitaten findet ihr in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Ballesterer Podcast.